Ahoi und willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Gaming Priest, und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr zu den vier pyräischen Artefakten kommt, die alle auf ihre eigene Weise einzigartig sind. Da es sich hierbei um vier unterschiedliche Waffen handelt, die aber erwähnenswerte Attribute haben, gibt es zu jedem ein separates Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr an die Artefakte herankommen könnt und welche weiteren Belohnungen es gibt. Um die Artefakte erhalten zu können, müsst ihr im Arca Fremdenviertel zur Taverne zum tanzenden Nomaden laufen. Vom Stadttor aus kommt ihr hier ziemlich einfach hin. Neben der Eingangstür der Taverne findet ihr dann einen Aushang, der die Quest Spuren der Vergangenheit startet. Dreht euch jetzt um und lauft zum Handwerkerdistrikt. Hier findet ihr auch das Gebäude der Schraube, Hut und Pfusch AG. Wenn ihr das Haus betreten habt, sprecht Tivon an, der direkt im Eingang steht. Er wird euch den Auftrag geben, drei pyräische Artefakte für ihn zu finden. Diese drei Artefakte haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, wie ihr an den Sternen neben der Quest erkennen könnt, und daran solltet ihr euch auch etwa halten. Das erste Artefakt ist eine pyräische Urne, die ihr in Alt-Dolesh nördlich der Grenze des Herzlands finden könnt. Folgt hier einfach dem Weg, wie im Video zu sehen, und ihr findet die Urne direkt auf dem Tisch. Ihr könnt sie praktisch nicht übersehen. Wenn ihr die Urne zu Tivon bringt, wird er euch die Wahl zwischen drei Belohnungen geben. Ein magisches Diadem, ein verzauberter Schild oder 230 Groschen. Während das Geld selbsterklärend ist, haben die anderen Gegenstände eine Verzauberung. Wie immer habe ich keine Perks aktiv und die Fertigkeiten des Charakters auf 1 gesetzt. Was das bedeutet ist, dass wir die absoluten Minimalwerte der Gegenstände zu sehen bekommen. Und hier können wir sehen, das Schild hat ein Gewicht von 12, einen Rüstungswert von 23 und ist 177 Groschen wert. Die Verzauberung erhöht eure Lebensenergie um 14 Punkte. Das Diadem hat ein Gewicht von 2, einen Rüstungswert von 16 und ist 145 Groschen wert. Außerdem wird die Mana-Regeneration um 10% angehoben. Das zweite pyräische Artefakt findet ihr in Alt-Askaman nordwestlich von Dünenheim. Lauft vom Eingang geradeaus und biegt dann nach rechts ab. Wenn euer Schlossknacken-Skill ausreicht, könnt ihr die Abkürzung über die Tür auf der rechten Seite nehmen. Wenn nicht, müsst ihr dem normalen Weg folgen. Im nächsten Raum findet ihr dann das pyräische Zahnrad auf dem Steintisch. Zurück bei Tivon könnt ihr erneut zwischen drei Belohnungen wählen. Diesmal sind es zwei Schwerter oder 450 Groschen. Der Zweihänder ist ein wegestreuen Großschwert mit Frostverzauberung. Er hat ein Gewicht von 22, macht 38 Punkte Grundschaden und ist 546 Groschen wert. Die Verzauberung verursacht 11 Punkte Frostschaden auf Lebensenergie und Ausdauer. Der Einhänder ist ebenfalls ein wegestreuen Schwert, allerdings mit Feuerverzauberung. Das Schwert hat ein Gewicht von 15, macht 22 Punkte Grundschaden und ist 454 Groschen wert. Die Verzauberung verursacht 12 Punkte Feuerschaden und verbrennt eure Gegner. Das dritte pyräische Artefakt findet ihr in Alt-Miskamur westlich der Schneefels-Taverne. Folgt dem Weg und ihr gelangt in ein großes Gewölbe. Geht hier direkt links und dann wieder links. In diesem Abschnitt müsst ihr dann einen Hebel umlegen. Geht dann zurück und lauft geradeaus bis zum Ende des Gangs. Hier müsst ihr ebenfalls einen Schalter umlegen. Geht jetzt wieder ein Stück zurück und biegt dann rechts ab. Wenn ihr jetzt bis zum Ende des Gangs lauft, findet ihr hier den letzten Hebel. Lauft zurück und biegt rechts ab, folgt dann dem Weg und biegt wieder rechts ab. Jetzt müsst ihr den abgegrenzten Weg mit Klingen entlang laufen und ihr gelangt in den letzten Raum. Hier liegt der pyräische Würfel auf dem Tisch. Die drei Belohnungen sind diesmal ein Harnisch, ein Stab oder 500 Groschen. Der Harnisch der Diebeskunst hat ein Gewicht von 7, einen Rüstungswert von 31 und ist 953 Groschen wert. Durch das Tragen wird Schleichen um 17% verbessert. Der Stab hat ein Gewicht von 8, macht 32 Punkte Schockschaden auf Lebensenergie und Mana und ist 1275 Groschen wert. Außerdem wird der Kettenblitz auf andere Gegner übertragen, wenn sie nah genug an einem Ziel dran stehen. Da ihr nun wisst, welche Belohnung ihr erhalten könnt, sollte nun noch erwähnt werden, dass das dritte Artefakt sozusagen wegfällt, denn die letzte Belohnung besteht aus einer der vier Spezialwaffen. Meine Empfehlung ist also, das Zahnrad als letztes abzugeben, denn die Waffen, die ihr dann zur Auswahl habt, sind um einiges besser als die wegestreuen Schwerter. Was es genau mit diesen Waffen auf sich hat, könnt ihr wie gesagt in vier separaten Videos sehen.
Und da habt ihr es, mein Guide, wie ihr in Enderal zu den vier pyräischen Artefakten gelangt. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann zeigt es mir noch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr auf weitere Guides dieser Art Bock habt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Ciao!